Wir hören in diesen Tagen sehr viele Politiker, die ihre Meinung zum Umgang mit Flüchtlingen kundtun. Weil Phoenix aber das ganze Bild zeigt, wollen wir auch Ihnen zuhören. Unsere Reporter sind in Deutschland unterwegs, um Bürgerinnen und Bürger zur Flüchtlingspolitik zu befragen. Wie tickt Deutschland? Das will heute Marlon Herrmann in Landshut rausfinden. Marlon, wo genau befinden Sie sich da gerade? Es sieht ziemlich schön, aber auch ziemlich kalt aus. Ja, Mareike, wir sind hier auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus von der Stadt Landshut. Das ist das Gebäude, was man hier hinter mir sieht. Und hier hat heute ein Wochenmarkt stattgefunden, wo wir Menschen befragt haben zu ihren Erfahrungen, ihren Ängsten, ihren Sorgen rund um das Thema Flüchtlinge, was natürlich auch die Landshuter beschäftigt. Aber wir wollen Ihnen erstmal ein paar Bilder zeigen, damit Sie die Stadt ein bisschen näher kennenlernen können und sehen. Landshut hat etwa 67.000 Einwohner, befindet sich eine Stunde entfernt von München. Und die Stadt hat einen ganz großen Vorzug, und zwar den höchsten Backsteinturm einer Kirche. Das ist die katholische Martinskirche, die wir hier in den Bildern sehen. Und wir haben heute die Gelegenheit genutzt, mit den Bürgern zu sprechen und sie zu befragen, wie sie denn auf diese Flüchtlingskrise schauen. Das lief nach einem bestimmten Prozedere ab, was wir gerne nachher noch mal erläutern können. Aber das ist das, warum wir hier sind. Es ist tatsächlich etwas kalt, minus 9 Grad, aber das hat uns nicht abgebracht und auch nicht die Landshuter, uns ihre Meinung zu diesem tatsächlich auch kontrovers geführten Thema zu schildern. Schwierig, ganz schwierig. Es sind arme Leute, aber wir können ihnen nicht alle helfen. Das muss wirklich im Land gelöst werden, wo sie herkommen. Aber wir tun alle leid. Wir tun leid, aber es geht so nicht weiter, weil ja, es ist furchtbar. Schlimme Sache, aber es muss halt in die anderen Länder. Ob man es lösen kann, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Und das ist meine Meinung. Da braucht man um alle zusammenarbeiten darauf, dass sie es schaffen. Weil das sind einige, wenn wir so gehört haben, da waren ungefähr 1 Million Flüchtlinge die letzten Jahre hier drauf. Und das ist eine große Zahl drauf. Aber braucht man so viel Arbeit. Sehr, sehr viel Arbeit da drauf. Und dann, weil das sind nicht alle, die so mit guten Dingen hier drauf gekommen sind. Das sind andere, die sind gekommen, nur zu abkassieren. Die sie wirklich manchmal keinen Grund haben, hier zu kommen. Aber sind gekommen zusammen, hat uns zusammen mitgekommen. Und das muss man alle bearbeiten. Grundsätzlich brauchen die Leute Hilfe, aber nicht nur Bayern muss aufnehmen. Es müsste verteilt werden aufs ganze Land, auf sämtliche Bundesländer. Jetzt läuft mein Telefon. Und darum bin ich auch der Meinung, dass eine Begrenzung hergehört. Es geht nicht einfach nur immer rein und rein. Es müssen alle helfen. Ich bin halt auch der Meinung, dass sind so viele Junge da, die wollen halt eher ein Land auch verteidigen müssen. Wir haben unser Land verteidigen müssen, wenn der Krieg war. Jetzt haben wir vor der älteren Generation gesagt, die sagen, ist ja nicht so schlimm, aber es sind auch die alte Generation, die ist ja mehr daheim als wird. Es sind eigentlich nur Junge, die man eigentlich sie daheim braucht zum Verteidigen und dann auch wieder zum Aufbauen. Und wenn die einmal da waren, ich weiß nicht, ob die dann wieder zurückgingen und aufbauen. Ich sage, die Flüchtlingshilfe gehört, ja, da bekämpft, wo es herkommt. Und die jungen Leute, die reinkommen zu uns, denen keine Arbeit geben oder keine ausgebildet und dann wieder heimgeschickt, dass sie einen Erfolg aufbauen. Ja? Weil wenn man mir ja da, wo da drunten, die gebildeten Leute schon aufnehmen, dann könnte die Völker da unten nicht entwickeln. Ja? Das Römerreich ist ja auch zusammengebrochen, weil zu viele neue Völker gekommen sind und dann hat es keinen Bestand mehr gehabt. Habe ich gestern gelesen in der Frankfurter Allgemeinen. So kann Europa auch zusammenbrechen. Also alles nicht hoffnungsvoll. Das, was Dreyer da gemacht hat, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, dass er da nach Berlin gefahren ist und die Flüchtlinge praktisch instrumentalisiert hat. Also das ist nicht mein Ding. Also ich finde, dass Landshut schon noch gut damit klarkommt. Nächstes Mal die AfD. Ja, weil die Politik, die momentan betrieben wird, die verändert unsere ganze Kultur. Und das wollen wir eigentlich nicht.
wir haben in Bayern eine Kultur, und die sollte eigentlich als Leitkultur für die, auch für unsere Kinder noch gelten. Wenigstens in den Grundzügen. Und das wird mit der Islamisierung mit Sicherheit nicht möglich sein. Ja, ich habe zwei Familien, eine afghanische und eine, die heute eigentlich nicht mehr dazugehört, aus dem Libanon, die aber in Israel wohnen. Und die habe ich hier aus dem Asylheim rausgeholt und habe sie geschafft, dass sie eine Wohnung gekriegt haben, eine Arbeit gekriegt haben. Und das ist sehr, also sehr befriedigend. Man kriegt ja auch unheimlich viel zurück. Nicht? Es ist ja nicht nur, dass man gibt, sondern man gibt ja auch, kriegt viel zurück. Das waren Stimmen hier aus Landshut von Bürgern, die wir im Laufe des Vormittags hier befragt haben. Und man kann schon sagen, dass die Stimmung schon so ist, dass es viele besorgte Stimmen gibt, wie denn zum Beispiel die Unterkunft und die Unterbringung der Flüchtlinge aussehen soll. Aber, und das ist für mich als Reporter auch eine tolle Erfahrung gewesen, die Menschen sind sehr offen und sie diskutieren sehr offen die Themen, die sich rund um diese Flüchtlingskrise und natürlich auch um die Sorgen und Ängste drehen. Und dazu erstmal zurück ins Studio zu Mareike. Dankeschön, Marlon. Ja, das waren unterschiedliche und auch sehr interessante Statements. Wie tickt Deutschland hat ja generell eine hohe Zuschauerakzeptanz. Es gibt viele Rückmeldungen über unser Zuschauertelefon, aber auch über die sozialen Medien. Es gibt allerdings positives wie auch negatives Feedback. Und von beiden Seiten haben wir mal ein paar Sachen rausgesucht. Zum Beispiel schreibt Babak Tabil, es zeigt, dass Menschen in Deutschland die Probleme sehr differenziert ohne Hass und Hetze beschreiben können. Viele Politiker können dabei was lernen. Samuel Frey sieht das ein bisschen anders. Er schreibt, die kritischen Stimmen kommen anscheinend nie zu Wort, verwundert mich bei den Umfragewerten, oder sucht sich Phoenix seine Interviewpartner bewusst aus. Und Waldruhe schreibt noch bei Twitter, na, heute Abend wieder Pro-Regierungsfernsehen, um es mal euphemistisch auszudrücken. Lieber Marlon, es gibt also Kritik, dass wir sozusagen ein bisschen gepfuscht haben, zum Beispiel bei der Auswahl der Gesprächspartner, dass wir versuchen, nur Positivbeispiele zu bringen und sehr kritische Stimmen außen vor lassen. Können Sie jetzt noch mal erklären, wie genau die Vorgehensweise bei Wie tickt Deutschland ist? Also gestern und vorgestern schon waren ja zwei Kollegen von mir in Dortmund und Potsdam unterwegs. Und wir haben uns ganz klar auch redaktionell gedacht, dass wir natürlich ganz transparent die Sache machen. Wir haben eine offene Frage an alle unsere Bürgerinnen oder alle Bürgerinnen und Bürger, die wir interviewt haben, gestellt. Und das war die Frage, was ihre Meinung ist zur Flüchtlingssituation in Deutschland. Geschnitten wurde da gar nichts dran. Wir haben tatsächlich dann alle O-Töne, und die zeigen wir natürlich auch, alle in dieser Sendung verwendet. Diese ganzen O-Töne, die wir hier zum Beispiel heute gemacht haben, das waren 16 bis jetzt, die haben wir natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal von Phoenix und auch bei Facebook eingestellt. Also da ist nichts dran geschnitten, sondern das sind tatsächlich die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger hier aus Landshut. Und die geben natürlich auch nur eine Momentaufnahme ab, aber sie sind alle, und natürlich nicht repräsentativ, dafür müsste man eine Umfrage machen, aber es sind tatsächlich die Stimmen, die die Bürger hier äußern.